Vergiss gekauften Hummus, wir machen Hummus selbst, der cremiger, fluffiger und leckerer ist. Los geht's. Du musst nur bereit sein, deinen Mixer sauber zu machen. In den gebe ich eine Dose Kichererbsen. Einfach, wie sie rauskommen. Ohne Wasser, klar, aber wir schälen die nicht, wir machen gar nichts. Kann man alles machen? Wir wollen eine Alternative zum Gekauften. Dazu den Saft einer Zitrone, Knoblauch, Mixer an. Wenn das vorgemixt ist, geben wir 4 Esslöffel Tahin dazu, etwas Olivenöl noch dazu, eine Prise Salz, Deckel drauf und zum Abschluss Eiswürfel rein. Das ist ein Trick, um die Konsistenz zu verbessern. Falls die Klinge von eurem Mixer nicht greift, fügt ein bisschen Öl oder Wasser hinzu. Konsistenzcheck. Wow. So soll Hummus aussehen. Laden unseren Teller voll, streichen das Ganze aus. Boah, Junge. Ein bisschen Sumak drüber, etwas Kreuzkümmel drüber. Fertig ist unser Hummus.